Personalisiert, relevant und treffsicher. Detaillierte Daten, maßgeschneiderte Inhalte, individuelle Ansprache und die Erkenntnisse der Neurowissenschaft ermöglichen Unternehmen, mit Kunden effizienter und wirksamer zu kommunizieren. Zum Thema Marketing mit Fokus, wie man Menschen statt Zielgruppen erreicht, diskutierten Expertinnen und Experten auf Einladung der APA, der Austria Presseagentur und Styria Digital One im Rahmen einer Veranstaltung der Digital Business Trends am 29. Juni in Wien. Die wichtigsten Erkenntnisse der Neurowissenschaften sagen uns, wie wir das Phänomen der selektiven Wahrnehmung durchdringen. Das heißt, wir müssen Emotionen und Motivlagen verstehen. Und darauf aufbauend müssen wir dann motivadäquate Codes entwickeln. Weil nur dann haben wir die Chance, wahrgenommen zu werden und nicht nur wahrgenommen zu werden, sondern auch Interaktion auszulösen. Wir haben derzeit das Problem, dass wir sehr schlechte Klickraten auf Bannerwerbungen haben, weil sie mit Daten ausgespielt werden, die ganz oft keine gute Qualität haben. Wenn man diese Daten über das Userverhalten im Content generiert, also ein eindeutiges Interesse von einem User herausholen kann, dann kann man die Klickraten von den üblichen 0,1 bis 0,4% durchaus auf 8-10% erhöhen. Wir haben das, wir nennen es Content-Driven Advertising, und das hat für die Advertiser sehr große Vorteile, weil wirklich Performance entsteht, und für die Publisher hat es den großen Vorteil, dass sie nicht mehr die Webseiten so zumüllen müssen mit Bannern, wo man den Content schon gar nicht mehr lesen kann. Die größte Herausforderung, wenn es um das Thema Datenschutz geht, ist natürlich der Datenschutz dieser Softfacts. Softfacts werden erhoben, zum Beispiel auf psychologischer Ebene, wenn ich ein Buch lese und auf meinem Tablet mitgetrackt wird, wie lange ich auf einer Seite bin, oder mir einen Film in der Cloud ansehe und genau Stellen erhoben werden oder mitgetrackt werden, bei denen es um Liebe geht, um Kriminalität geht. All das fließt in ein psychologisches Profil ein, und genau um diesen Datenschutz geht es dann. Die Entwicklung hyperpersonalisierter Angebote ist in greifbare Nähe gerückt. Die Kunst ist, diese zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Adressaten zu leiten. Wir schwimmen in einem großen Ozean von Informationen, an Wissen über unsere Kunden. Bis jetzt konnten wir leider nur einen kleinen Teil dieser Daten nutzen, weil die meisten dieser Daten unstrukturiert waren. Jetzt ist es möglich, mit neuen lernenden Systemen auch unstrukturierte Daten zu analysieren, und das hilft uns dann auch, dieses Datenmaterial für weitere Marketingaktionen zur Verfügung zu stellen. Der Dateneinsatz spielt eine immer größere Rolle, vor allem bei Unternehmen wie A1, wo wir einfach auch wirklich viele Shops haben, auch einen großen Online-Shop haben. Wir versuchen, die Daten dafür zu verwenden, den Kunden zielgruppengerichtete Angebote entlang der Customer Journey anzubieten. Menschen begeistern sich für viele Themen. Nur wer versteht, was für den Konsumenten Relevanz hat, wird sich in der Masse der Angebote durchsetzen. Wichtig ist es, vom Zielgruppendenken wegzukommen und auch von der Soziodemografie wegzukommen, weil letztlich sind Alter und Geschlecht nicht wirklich wichtig, wenn es darum geht, jemandem einen Orangensaft zu zeigen. Und wichtiger ist das Interesse, und wichtiger sind die sogenannten Audiences. Das ist ein Publikum, und ein Mensch kann verschiedenen Publikum angehören. Der kann ein Konzertbesucher sein, der kann ein Tennisspiel sehen und der kann auch Lebensmittel einkaufen. Und dementsprechend denkt man jetzt nicht mehr in Zielgruppen, sondern in Eigenschaften von Gruppen und in ihren Interessen. In einem kleinen Markt wie Österreich ist es natürlich immer ein Spagat zwischen Reichweite und Genauigkeit. Da kann es schon mal Sinn machen, die Reichweite einzuschränken und auf Genauigkeit zu gehen, auf die User, die man schon kennt, die sich für das Produkt interessieren, da in der Tiefe reinzugehen und mit übergreifendem Tracking die Performance zu analysieren mit längeren Laufzeiten und dadurch das meiste aus der Kampagne rauszuholen. Unternehmen müssen sich intensiver als je zuvor mit Daten und deren Anwendung beschäftigen. Wer seine Ressourcen für den Aufbau von Know-how und die Anwendung intelligenter Technologien einsetzt, kann nachhaltige Erfolge erzielen. Die Interaktionen, die mir gefallen, sind die, die wirklich in dem Kontext eben stehen, den ich gerade mache, der mich nicht aus dem Konzept herausbringt, wie diese Banner, Inserts, die den ganzen Inhalt verdecken. Das stört, das mag ich nicht. Ich mag eher etwas, wo ich ja den Inhalt und den Faden weiterverfolgen kann und wo ich Zusatzinformationen, die sensitiv oder semantisch auch dazu passen, bekomme. Ich würde schon sagen, dass ich auch ein bisschen ein Retargeting-Opfer bin, nenne ich es jetzt mal. Also wenn es Themen sind, wo ich mir denke, oh, da hat sich jetzt der Werbende dabei was gedacht, weil er irgendwie mein Verhalten analysiert hat, und ich dann einen Banner sehe, okay, es heißt nicht gleich, dass ich es dann kaufe, aber ich bin schon beeindruckt davon, wenn man das irgendwie nachvollziehen kann. Also ich halte von dieser ganzen
tut mir leid, das hier sagen zu müssen, von dieser Banner- und Klick-Geschichte sehr wenig. Da, vielleicht, weil ich selber aus dem Marketing komme, ich blende das total aus, weil ich es einfach als störend empfinde, wenn ich am Computer arbeite. Aber eine gut erzählte Geschichte um eine faszinierende Marke herum ist schon was Feines.